Hallo, ich wollte unseren neuen Bergtraktor vorstellen, den Antonio Carraro Tigre K 3200 GST. Im Moment sieht man die Armatur und die Schalthebel, also Gaskupplung zum Kippen, Handbremse, hier sind dann Schaltungen, Allrad, Differentialsperre, Bremse, Handgas. Man muss die Armaturen, Sicherungen, wie viele Gänge es gibt zum Kardanwellen starten, das Lenkrad, Licht, Hupe, Blinker, Warndreieck, also Warnblinker. Jetzt kommen wir zum Motor, der hat 26 PS. Im vierten Gang kann man bis 30 km/h beschleunigen auf gerader Strecke. Sehen wir noch mal kurz den Plan. Die Batterie. Das ist jetzt der Tigre K mal rundherum von allen Seiten mal gezeigt, um damit ihr seht, wie er von allen Seiten so ungefähr aussieht. Ist halt schon ein bisschen dreckig, weil wir schon damit gefahren sind. Dann wird er halt dreckig. Ist halt ein Traktor. Jetzt fahren wir gleich einen kleinen Berg hoch. Der sieht zwar nicht so aus, aber der ist ganz schön steil. Er ist steiler, als er aussieht. Der Tigre K hat zwar ein bisschen damit, es hat, rutscht zwar ein bisschen, aber hat trotzdem ein, man hat Oh, man sieht trotzdem die ein vielleicht sicheres gleich, gell? Gefühl. Hier fahren wir gerade eine etwas größere Ladung Holz im Garten. Die schafft er ohne Probleme durch die Wiese, durch den Matsch. Mit und ohne Allrad ist das kein Problem. Er ist leicht zu schalten, kann sich auch während der Fahrt schalten lassen. Licht ist, wenn es richtig eingestellt ist, auch prima. Der kommt überall gut durch, Berge hoch, runter, alles prima. Lässt sich sehr leicht lenken. Das Gas ist ein bisschen empfindlicher, aber daran gewöhnt man sich. Berge kommt er null Problemo hoch, je nach Steilheit, sogar im dritten und vierten Gang. Mit und ohne Allrad, das kann man sich aussuchen. Der ist ja aus- und anschaltbar, der Allrad. Jetzt fahren wir mal einen Berg hoch. Der sieht im Video auch nicht so steil aus, aber hat es auch ganz schön in sich. Tschüss und danke fürs Zusehen.